wir hatten Hinweise, beziehungsweise mein Mann hatte Hinweise, indem er bereits im Herbst 1974 durch einen Anruf aus Hamburg gewarnt wurde, ihr Leben ist in Gefahr, retten Sie Ihr Leben. Und mein Mann fragte, wer sind Sie, von wo rufen Sie an? Und dann kam noch die Antwort aus Hamburg und dann wurde aufgelegt. Und es war am Klang eindeutig, dass aus einer Telefonzelle heraus angerufen wurde. Und im Nachhinein ist natürlich unsere, nicht mehr meines Mannes, aber unsere Vermutung, dass es eben aus der Hamburger Szene war, die ja hoch informiert war über alles, was geplant war. Kurz und gut, wir wussten nicht, wie und wo mein Mann gefährdet wäre. Da wurde noch nicht gesagt, dass die Botschaft gefährdet sei, sondern er sei gefährdet.